Du hast mir die Geschichte vom Krieg erzählt, als die Erde ja zitterte und der Himmel brannte. Von denen, die überlebt haben. Die erwacht sind in einer anderen Welt. In der die Mächtigen die Schwachen ausbeuten. Aber so muss es nicht sein. Als ich dich fand, war dein sehr menschliches Gehirn auf wundersame Weise intakt. Nichts fühlt sich einsamer an, als nicht zu wissen, wer man ist. Mit der Zeit kommt die Erinnerung. Alita ist neu hier. Sie hat noch einiges zu lernen. Es ist eine grausame Welt. Ich zeig dir was. Ich spüre eine Verbindung zu ihm, die ich nicht erklären kann. Du weißt mehr über mich, als du sagst. Alita, es gibt Dinge, die man besser vergisst. Nein! Dann werde ich es selbst rausfinden. Alita, lauf! Die letzte ihrer Art. In ihr stecken Technologien, die 300 Jahre lang verloren waren. Sie ist eine Gefahr für die natürliche Ordnung. Alita, sie werden dich holen. Dann werde ich mich ihnen stellen. Bring dich in Sicherheit, du musst hier weg. Heute Nacht ist kein Spiel. Es ist eine Jagd. Du musst sie zerstören. Du hast gerade den größten Fehler deines Lebens gemacht. Ich gehöre zu ihr. Alita Battle Angel. Nur im Kino. Alter, raus. Ich hab einen Horrortrip. Ich hab diesen Tag an sich ja schon mal erlebt. Déjà-vu? Ja. Als du gestorben bist, fing der Tag neu an, richtig? Ja. Dabei könnte ich dir behilflich sein. Ich bin 11-mal gestorben. Ich musste denselben Tag immer und immer wieder erleben. Bis mich jemand mit einer Babymaske in der Nacht meines Geburtstags tötete. Es war meine Mitbewohnerin Laurie. Ich habe die Verrückte aus dem Fenster getreten und damit die Zeitschleife beendet. Jetzt lebe ich mein altes Leben aber besser. Alles okay? Nein. Oh, hey, du bist wach. Ich habe deine Hose zusammengelegt. Das ist nicht wahr. Alter, hast du sie flachgelegt? Oh. Ich weiß es nicht. Heute ist Montag, der 18. Schon wieder? Stopp den Klimawandel. Das ist genau der gleiche Tag. Ich dachte, ich werde Zeitschleife entkommen, aber nein. Oh mein Gott, alles ist anders. Dieses Mal verfolgt es jeden von uns. Wenn du den Tag nicht neu startest, sind sie für immer tot, oder? Also muss ich immer und immer wieder sterben, um euch alle zu retten? Also du könntest dich auch einfach selbst umbringen. Eine geniale Idee. Okay, dann mal los. Ich muss den Mörder aufhalten, sonst sterben noch mehr. Scheitern ist keine Option. Focus, man. My money on my mind. Got a meal out the field and I'm still in the grind. Now show the system. Das rauszufinden bringt mich buchstäblich um. Oh, hey. Du bist wach? Ich hab diese Scheiße so satt. My flow, my show brought me to go. Meine Zeit hier ist begrenzt. All my fancy things. Was zum... My grip, my car, my food, my... Komm schon, zeig, was du drauf hast. Das ist eine Notsituation, Trey. Wer kommt noch zu Kappa, wenn ein Todesfluch auf uns liegt?
passiert. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? This is the life of great unknowns, mountains and oceans, stars and clouds and skies unflown, set in perfect motion. Sometimes it feels like it's us against the world, and through it all, this is the lesson we have learned. We're stronger together. Whoa. We can conquer anything. We're stronger. Weißt du, was ich noch wichtiger finde, als möglichst schnell herauszukommen? Nee. Das Leben hier drin nicht zur Hölle werden zu lassen. Und wie soll das bitte funktionieren? Du brauchst Freunde hier drin. Jeder Club braucht einen Anführer. Und einen zweiten Anführer. Und dann brauchst du noch einen Hübschen. Einen Schlauen, den guten Geist und das Mädchen. Ich kann sie hier mit ihren Panikattacken nicht gebrauchen. Das sind keine Panikattacken. Ihre Mutter hat Panikattacken. Ich bin nicht im Schloss! Holly! Holly! Ich habe heute einen wirklich wichtigen Termin. Um 4 bin ich wieder da? Dann bekommst du das Wonder Woman-Kostüm, das du immer haben wolltest. Waffe runter sofort! This is my world. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich kann mir eh keine Gesichter merken. Bist du bescheuert? Ich schrei so lange, bis mich jemand hört! Scheiße. Nee, ich steck meinen Kopf nicht in dieses eklige Waschbecken. Da pinkeln seit 5 Jahren Truckfahrer rein. Du hast echt ein Aggressionsproblem. Heute ist dein Glückstag, du darfst in meine Soko. Bist du bescheuert? Du kannst dein Baby noch nicht mit auf Streife nehmen. Na, kann sein, dass es jetzt kackt. Scheiße. Scheiße. Dein Outfit sieht voll unecht aus, voll der Abtörner. Ich bin kein Stripper, ich bin Polizist. Ja klar, du hast bestimmt noch Handschellen dabei und deine Pistole ist mega geladen. Warum habe ich den Polizisten am Arsch stehen? Das musst du mir nicht immer so laut sagen! Ah! Halt die Fresse! Sie lassen die ihre Geisel nicht gehen. Vielleicht ist er gar keine Geisel. Ich bin nur die Geisel! Willst du jetzt helfen oder was? Ich will dich gerade retten! Hey, Sweetheart, ich bin's. Zieh dich aus. Es tut mir leid, dass ich dich damit reingezogen habe. Ist nicht schlimm, ich hatte gerade eh nichts vor. Ja, bist du eigentlich Brain oder Body? Ich habe das nicht so ganz verstanden. Sind die ein Team? Du steigst hier jetzt rein. Deine Mutter steigt da rein. Ich kann dich auch ohnmächtig hauen, dann hältst du es besser aus. Okay, ja. Okay. In Lappland erzählt man den Kindern, dass ein neugeborenes Rentier, um zu überleben, 5 Minuten Zeit hat, um sich auf die Beine zu stellen und 5 Minuten, um zu lernen, wie man rennt und schwimmt. Dies ist die Geschichte von Ailo. Ailo beginnt, die Gesetze und Gefahren seiner Welt zu begreifen. Er will alles sehen und alles wissen. Durch die Nähe seiner Mutter und den Schutz der Herde fühlt er sich unbesiegbar. Erlebe mit ihm und den Tieren Lapplands eine atemberaubende Wanderung durch den hohen Norden. Ailos Reise. Ab Februar nur im Kino.
dir unter Goethe und Schiller ja gerade noch einen Platz gelassen. Ja, ich bin der Nächste. Ich will, dass du zu mir gehörst. Steht dir mein Bett für die Nacht? Er will alle und alles. Der 24-jährige Bert Brecht. Glotzt nicht so romantisch, ihr Wucherer! Hat über Nacht das dichterische Antlitz Deutschlands verändert. Punkt. 500 Vorstellungen in Berlin. Jetzt hast du die Stadt erobert. Wir sind jetzt im sozialistischen Deutschland. Wir arbeiten am Aufbau einer neuen Gesellschaft. Wir haben es geschafft. Jetzt hast du dein Theater. Der Mensch ist änderbar. Auch der Brecht? Elita Brecht liebt mich. Und ich bin seine Frau. Und dass du ein Kind mit ihr hast? Sind das auch Lügen? Das ist gut. Das riecht nach Theater.